das ein Zug? Was haben wir denn da? Okay, was haben wir jetzt gemacht? Okay. Oh oh. Okay, wir haben es geschafft. Puh. Der Checkpoint wurde mitgerissen. Komm ich da hoch? Super. Er springt einfach gegen. Wow. Okay, dann muss ich noch hoch. Oh, jetzt sind wir wirklich in der Lokomotive. Ach, Moment. Ja, okay, ich kann da nicht mal oben hin. Oh, dann muss ich jetzt weiterspringen. Oh Gott, wo kann ich denn hier hinspringen? Das ist jetzt... Ach, das ist ein Laufband. Oh, okay. Okay. Huh. Okay, okay, okay. Ganz vorsichtig. Nein. Jawohl, mit dem Springen komme ich wieder ein bisschen zurück. Und wir nehmen erstmal den Checkpoint. Okay, cool. Ah, schön. Immer wenn es nach oben geht. Abspringen. Ah, wow. Das ist ja auch echt gar nicht einfach. Aber ich kann einfach hier ein Seil spannen. Boah, was für eine krasse Passage. Da wurde es kurz zu einem Geschicklichkeitsspiel. Und es war saumäßig cool gerade. Ach, was haben wir denn hier? Kann ich das irgendwie runterrollen lassen? Ach, da ist doch sicher. Irgendwas dahinter wollte ich sagen, aber... Wozu ist das da? Das kann doch nicht einfach so hier sein. Ist es auch, glaube ich, nicht. Ja. Zum Glück haben wir das entdeckt. Okay, hier haben wir wieder... Nein, nicht runter. Ah, okay, vielleicht doch. Ah, nicht aus dem Bildschirmrand. Ich weiß nicht, was dann passiert, Jani. Kannst du dich hin und her schwingen? Kannst du dich rüberschwingen? Ja, okay, ich springe da einfach mal ganz mutig hin. Ach komm, ich habe LT sogar gedrückt. Ich habe sogar die Taste gedrückt, damit ich mich zur Not direkt wieder hochziehen kann. Und ich war bereit dafür. Es ist natürlich schwierig an dieser einen Stelle, denn da musste rechtzeitig ja, wieder... Also du musst erstmal an die richtige Stelle springen. Moment, ist das hier überhaupt der richtige... Wow! Nee, 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 nee. Du gehst noch nicht, Kumpel. Vielleicht muss ich es erst kippen lassen. Ich habe immerhin das Geheimnis eingesammelt. Okay, jetzt können wir einfach weiter. Gut. Ich habe das Gefühl, manche Geheimnisse kann man gar nicht einsammeln, ohne danach neu starten zu müssen. Also in dem Fall ist es verdammt schwer. Also wenn man das direkt hinbekommen möchte, ohne Neustart... Dann wird man, glaube ich, extrem viele Versuche benötigen. So, und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir jetzt schon das Rad hier reindrücken müssen. Denn es gibt, falls es falsch wäre, ja auch nicht die Möglichkeit, dass man es wieder löst. Ha? Wow. Okay, für so einen Moment habe ich gedacht... Huch, da habe ich was Falsches gemacht.
fliegt direkt auf mich zu, aber nein. Das ging ja noch. Oh, jetzt. So, erstmal hinrollen. Der rollt es wieder raus. So, aber. Komm, Jani. Oh, okay. Ah, jetzt aber. Oh, das klappt ja schon wesentlich besser als der Anfang des Levels. Okay, gut. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch Wasser. Intuitiv schon LT gedrückt. Ah, cool. Hier haben wir noch einen Checkpoint. Was passiert, wenn wir hier sind? Na? Kann ich damit nichts machen? Ach so, den können wir sogar noch bewegen, den Felsen. Das ist doch gut. Okay, und jetzt müsste ich nur noch eine Methode wissen, wie ich ihn hochkriege, den Felsen. Ob das der richtige Weg ist, ich weiß nicht so recht. Manchmal muss man auch einfach was ausprobieren. Nee, wir sind definitiv nicht stark genug. Kann es sein, dass ich den Felsen einfach runterschieben müsste? Das könnte auch gut sein, weil... Also ich gehe immer davon aus, dass die Puzzle so gelöst sind, dass wenn man einen kleinen Fehler macht, dass sie nicht unlösbar werden direkt. Und hier zum Beispiel würden wir den Felsen nicht mehr auf die obere Ebene bekommen, deswegen... Tada! Okay, dann muss ich jetzt erstmal... hier eine Verbindung herstellen. Die hier unten, die irritiert einen nur, die braucht man eigentlich gar nicht. Oder? Ah, doch, doch, doch. Du musst erst da unten die Verbindung haben und dann hier oben. Ah, okay. Ansonsten wird das Seil hier zum Checkpoint gespannt und du kriegst es nicht weiter. Deswegen erst hier. Und dann hier. Jetzt ist das Seil nicht mehr gespannt. Beziehungsweise... vom Stein aus nicht. Also vom Checkpoint aus. Von hier aus ist es doch schon recht fest, würde ich sagen. Ja, aber das sieht gut aus. Ich könnte den Knoten unten noch lösen, aber ich glaube, so pingelig werden die nicht... müssen wir nicht mit dem Dings umgehen, mit dem Garn. Und ein neuer Checkpoint ist erreicht. Oh. Ah, okay. Gut. Ja, man bekommt immer, wenn irgendwas wegrollt, so kurz einen Schockmoment und denkt sich, huch, was habe ich jetzt gemacht? So wie jetzt. Ich glaube, wir haben nichts gemacht, oder? Oh. Okay, gut. Da mussten wir aufpassen. Haben wir.
Es geht weiter hoch. Wahrscheinlich möchte er zurück auf die Bergwanderung. Was haben wir denn hier? Hier können wir auf dieser Seite mal schauen, ob es etwas gibt. Nein! Ja, und aus dem Grund bin ich da immer so vorsichtig. Und immer so ein bisschen schreckhaft, wenn ich sehe, okay, irgendwo löst sich etwas. Ja, aber hier hätte ich auch kaum drauf reagieren können. Das war jetzt gemein, die Stelle. Frage ist, wo genau weicht man da dem Stein aus? Ach komm. Ja, okay, anscheinend muss ich mich allgemein beeilen, weil bis jetzt hatte ich das Gefühl, dass ich immer ja, umsonst in falscher Eile war. Aber offensichtlich muss ich allgemein schon recht schnell sein. Komm, zieh dich hoch. Okay, gut. Ja, da sieht man's. Die Steine fallen immer da runter, wo man gerade war. Und hier. Entsprechend auf den kleinen Holzstamm. Okay, jetzt müssen wir nur noch da links aufpassen, dass uns die Falle nicht wieder erwischt. Okay, direkt hier. Jawohl. Und wir kommen auch so hoch. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Da kommen sogar größere Steine angeflogen. Der nächste Checkpoint. Na, das sieht schon wie eine Bergwanderung aus. Oh. Das erzählt ja so ein bisschen den Urlaub von dem Macher nach und... Oh, schnell weiter. Puh. Und, ja, das knüpft dann wahrscheinlich direkt an die Bergwanderung an. Oh nein. Oh nein. Puh. Bis jetzt haben wir es heile überstanden. Mehr oder weniger. Wow. Was soll ich machen? Wo soll ich weg? Wo soll ich weg? Ach, das ist doch gemein. Wie hätte ich an der Stelle weglaufen können? Ach, da kann ich allgemein hoch, oder wie? Nee, da kann ich nicht hoch. Das ist lediglich ein Hintergrund. Ja, okay, dann passe ich jetzt einfach mal drauf auf, wo ich hier in Deckung bin. Hier vielleicht sogar. Ich gehe einfach mal runter. Ach komm. Mann. Okay. Das ist echt gemein. Also die Stelle ist wirklich hart. Okay, ich laufe jetzt einfach mal Vollgas durch. Vielleicht haben wir da hinten irgendetwas, wo wir uns... Nee. Okay. Das, da wollte ich mich vergewissern. Vielleicht muss ich einfach schnell weiter. Nein, muss ich nicht. Jetzt muss ich sicher irgendetwas mit diesem roten Punkt hier machen. Die Frage ist, was genau? Ich kann hier aber auch nirgends hoch. Also... Aha. Na gut. Komm her, Fels.
Ich habe Holz. Yes! Und GTA ist nicht das einzige Spiel, wo Holz mehr aushält als jedes Metall und jeder Stein. Puh, dann haben wir das auch überstanden. Okay, weiter. Oh, okay, gut, 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 gut. Nichts zu befürchten. Das Kabel wird noch Jahre halten. Die Frage ist, ob lang genug, dass wir es hier schaffen. Yes! Perfekt. So, sammelt es doch ein. Und weiter geht's. Oh, oh, ich glaube, ich muss schnell weiter. Na, oder ich muss erstmal das Gewicht verlagern. Nein! Okay. Wie komme ich denn hier rüber? Nein! Spring doch nicht dagegen! Okay, bringen wir es in Schwingung. In Schwung. Und das sieht gut aus. Das sah sehr gut aus. Okay. Nächster Checkpoint geschafft. Geht's hier immer noch weiter nach links oder? Ja, es scheint so. Ja, ja, ja. Moment, da links ging es noch weiter. Ah, er bleibt ja automatisch stehen auf dem Punkt. Ah, okay, da geht es nicht weiter. Also lediglich ein Punkt für diejenigen, für, die den Weg dann bevorzugen würden. Wie schön er sich auch hier und da umsieht. Und sich diverse Sachen anschaut. Jetzt auch das Bild, aber auch allgemein. Oh nein! Puh, da haben wir es doch noch bekommen. Eine 8. Ein Unendlichzeichen oder... Was genau soll das in diesem Fall darstellen? Vielleicht eine Brezel. Na, eine Brezel würde ein bisschen anders aussehen. Egal, Brezel gefällt mir gut. Die Idee einer Brezel in einem Spiel. Indem es um einen Wollknäuel geht. Eine Wollknäuel-Brezel. Würde ich nicht essen, aber es klingt trotzdem nicht schlecht. Man kann sich ein Leben lang fragen, was am Ende des Weges liegt. Oder man kann es selbst herausfinden. Es tut weh, jemanden gehen zu lassen, aber manchmal ist es notwendig. Ja, ein sehr philosophischer Text. Hier haben wir es. D und K. Also D Herz K. Da haben wir auch einen Zug. Und hier haben wir unsere leckere Brezel mit den Schlössern am Ende. Und das ist auch das letzte Foto gewesen. Aber allgemein sieht man hier auch viele Parallelen wieder. Also K
klar, das Spiel ist auf die verschiedenen Levels aufgebaut und das finde ich super. Also nicht auf die verschiedenen Levels, sondern auf die verschiedenen Fotos. Das meinte ich natürlich. Ja, und beim nächsten Mal geht es hier mit diesem noch zugekleckerten Kapitel weiter. Oh, es ist Abend geworden. Es nachtet jetzt. Eieiei. Wir haben ja bei Dämmerung etwa begonnen. Jetzt ist es schon gefühlt Nacht. So, und das nächste Mal werden wir unten im Loch sein. Auch das klingt nicht weniger düster. Da wird es wahrscheinlich auch nicht so viel Sonnenlicht zu sehen geben. Und deswegen erholen wir uns von dieser Reise einmal und gönnen Yarny eine kleine Pause. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann den folgenden Level an. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Unravel.